Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Final Fantasy Legend 2. Beim letzten Mal sind wir endlich in der Welt von Venus angekommen und werden uns hier ein wenig umsehen. Diese Stadt sieht auf jeden Fall schon mal ganz anders aus als alles, was wir bisher irgendwie hatten. Das hier wirkt schon ziemlich futuristisch. Oh, das... Okay, scheinbar Aufzüge und so scheint ihr auch zu haben. Mal schauen, was der hier zu sagen hat. Dank der Mauer, die diese Stadt vor der schmutzigen Außenwelt beschützt, ist diese Stadt hier das reinste Paradies. Hashtag nicht politisch. Hallo, in letzter Zeit gibt es viele Erdbeben. Hier, schon wieder. Hilfe, bitte rette uns. Puh, es hat zum Glück nachgelassen. Ah, hier können wir reingehen. Hier gibt es ein Inn. Mal schauen, ja, schlafen wir einfach mal eine Runde. Und sehen uns hier weiter um. Also das hier scheint auf jeden Fall eine sehr moderne Stadt zu sein. Also so ein bisschen so gegenwartsmäßig. Habt ihr einen Kater? Oder ja, habt ihr zu viel gesoffen und deshalb einen Kater? Sagen wir einfach mal ja. Ich lasse hier niemanden trinken, der bereits einen Kater hat oder total besoffen ist. Sagen wir einfach mal nein. Dann ist in Ordnung. Na okay, macht das keinen großen Unterschied. Seltsam. Wir dürften trotzdem nicht trinken. Egal, also das war jetzt die Herberge. Mal schauen, was wir hier haben. Das sind alles so Hochhäuser. Hui. Hallo und herzlich willkommen. Was möchten Sie heute? Was kann ich heute für Sie tun? Ja, Potion brauchen wir nicht. Heilgegenstände haben wir genug. Können wir noch irgendwas verkaufen, was wir nicht mehr so wirklich brauchen? Eher nicht. Okay, also der hat jetzt erstmal soweit nichts Interessantes mehr für uns. Gehen wir einfach mal weiter. Meine Güte, da ist ja echt das Chaos hier. Außerhalb der Mauer gibt es ein schmutziges Dorf, in dem schmutzige Leute leben. Boah. Also, echt heftig. Die nehmen hier echt kein Blatt vom Mund. Fühlen sich dann scheinbar regelrecht überlegen gegenüber den anderen. Mal schauen, was sie für Waffen da haben. Elektropeitsche brauchen wir nicht. Was war das hier? Muskete oder so? Ist das schon ein bisschen altbacken? Mithril-Schwert, das ist natürlich super, aber Lightsaber kann ich mir nicht leisten. Das hier ist für den Roboter hinterher gut. Ist Handgranate. Sowas würde ich vielleicht gerne auch mal kaufen. Damit sollte der in der Lage sein, eine Gegnergruppe zu treffen. Okay, das hier müsste jetzt irgendeine Martial Arts Technik sein. Ne, irgendwie Münzwurf oder so. Ich weiß nicht, was das soll. Versteinerungsbuch. Also hier haben die jetzt nichts besonders Interessantes. Das Einzige, was ich mir vielleicht hinterher zulegen würde, das wäre mehr von diesen Stahlbolts hier, diese Jitte. Dadurch, weil momentan habe ich hier noch diese beiden Rocket Punches, die können aber nicht sehr viel. Und wenn ich da hinterher sowas Besseres hätte, dann würde doch alle seine anderen Angriffe besser werden. Ja gut, also die Gegend hier sieht schon echt so etepeteter aus. Eigentlich ganz schön, aber die Leute sind ein bisschen daneben, ne? Flammenschild. Da meine ich mich erinnern zu können, dass ich da gelesen habe, dass das nicht nur selber irgendwie Rüstungsklasse oder sowas gibt, oder zumindest für den Roboter und gute Schutz bietet. Ich habe auch gehört, dass wenn man das einsetzt,
dass dann die gesamte Truppe für den Rest des Kampfes auch irgendwie einen Bonus, also Resistenz zu Feuer bekommt. Also das hier wäre zum Beispiel super gut, das einem meiner schnelleren Charaktere zu geben, damit der sowas vielleicht am Anfang des Kampfes wirken könnte. Ist aber doch zu teuer. Oh, dieser Helm, den gab es auch im ersten Teil, da war der super stark. Rüstungsweste, wahrscheinlich auch sehr stark. Riesenrüstung gibt es hier. Wow. Riesenhelm, aber alles super teuer. Und hier wieder diese Gitter. Also die Rüstungen, die hier haben, gefallen mir. Ich brauche nur sehr viel mehr Geld. Ah, das hier ist dann jetzt wahrscheinlich der Regierungssitz von Venus. Okay. Hat fast was von einer Kirche. Ich versuche die ganze Zeit hier teilweise so Sachen mal so anzudrücken. Also so immer A zu drücken, in der Hoffnung, dass man vielleicht irgendwo was Verstecktes oder so findet. Aber ich habe das Gefühl, dass hier dieses Spiel jetzt nichts Entsprechendes gibt. Hier wird der Müll weggeworfen, betreten verboten. Keine Ahnung, Mülldeponie, das finde ich jetzt sehr merkwürdig. Hinterher ist Mülldeponie hier ein Wort für Gefängnis oder so. Also ich glaube nicht so recht, dass das hier irgendwie ein Paradies sein soll, sondern ich vermute, dass da wahrscheinlich auch ähnlich wie in Apollos Welt irgendwas Böses hintersteckt. Venus. Du sollst diesen fürchterlichen Ashuda besiegt haben. Ich bin so glücklich. Daher erlaube ich euch, hier auf dieser Welt sauber zu machen. Aber ich glaube, dass es hier ohnehin keine weiteren Schätze mehr geben soll. Gut, wow, hier gibt es 17 Schätze. Und die sagt, hier gäbe es nichts mehr. Ja, die macht. Die macht oberflächlich einen aus schön nett und freundlich. Ich heiße euch willkommen. Hier in unserer Welt ist alles Dufte. Aber in Wirklichkeit stinkt es hier gewaltig. Was ist das, ein Teufel? Julius. Huhu. Ich bin mit Olivia verheiratet. Es tut mir zwar leid für Anthony, aber das ist halt Schicksal. Okay. Waren die vorher schon da und ich habe die nicht bemerkt? Olivia? Ach, Anthony. Gardos? Warum weinst du denn? Olivia? Ah, es ist nichts. Gardos? Sag nicht sowas, vielleicht können wir dir ja helfen, Olivia. Mein Kindheitsfreund Anthony wurde leider aus der Stadt verbannt. Und das nur, weil er aufgrund eines Fiebers irgendwie sein Bein oder so nicht mehr verwenden kann? Oder jetzt Gyarados? Was? Er wurde aus der Stadt verbannt, nur weil er sein Bein nicht mehr frei bewegen kann. Er ist aber. Venus ist aber ziemlich grausam. Da hat Gyarados wohl recht. Also. Puh. Ich will sowas ja nicht laut aussprechen, aber. Ja, diese, sag ich mal, Mentalität von Venus, die ist. ein bisschen problematisch. Mal schauen, können wir hier endlich durch? Jawohl, jetzt geht es. Das heißt, jetzt sind wir außerhalb der Stadtmauern und hier soll die Welt angeblich dreckig und hässlich und fürchterlich sein. Wollen wir mal schauen, was da stimmt. Auf jeden Fall ist diese Welt hier echt groß und guck mal, überall schöne Palmen und so. Also ist auf jeden Fall alles dicht bewachsen.
Ah, da ist jemand. sieht aus wie so Dschungelbewohner Tarzan oder sowas. Anthony. Weil ich mein Bein nicht mehr frei bewegen kann, wurde ich aus der Stadt verbannt. In der Welt innerhalb der Mauern dreht sich alles nur um die äußere Erscheinung. Verglichen damit ist es hier viel wunderbarer. Aber meine arme Olivia, also er traut ihr doch noch hinterher. Also scheinbar ist in Venuswelt tatsächlich nicht alles so rosig, wie die einen glauben machen wollen. Ey, wie süß, ein sprechender Frosch. Auf der Nordseite der Mauer ist der Eingang in die Kanalisation. Ah, das ist dann wahrscheinlich das, was im Venus-Palast abgeschlossen wurde, wo wir nicht mehr weiter durften. Diese Typen schmeißen alles, was dreckig ist, über die Kanalisation nach draußen. Dabei gibt es heute doch eine Menge Sachen, die man eigentlich gebrauchen könnte. Oder die doch im guten Zustand sind. Oder die in Ordnung sind. Also sehr verschwenderisch alles. Und hier haben die alles ziemlich primitiv aus Holz gemacht, aber es sieht zumindest ganz okay aus. Ich wollte schon sagen wohnlich, aber dafür ist es vielleicht doch ein bisschen zu sehr verramscht. Ich finde es viel besser, hier draußen frei zu leben, als innerhalb der Mauern ein Ja-Sager von Venus zu sein oder ihr den Hintern zu kriechen. Wow, je mehr man hier so hört, umso schlimmer wirkt die Welt von Venus eigentlich. Meine Güte. Obwohl Anthony sein Bein oder seine Beine nicht mehr frei bewegen kann, geht es ihm trotzdem noch ganz gut. Ja. Was dann halt darauf hinweist, dass nur weil er vielleicht etwas benachteiligt ist, bedeutet das ja trotzdem nicht, dass er, oder heißt das ja nicht, dass er irgendwie weniger wert ist oder ein schlechterer Mensch, aber ja, da haben die echt diese Mentalität, alles, was nicht perfekt ist oder nicht perfekt aussieht, einfach weg, das ist echt nicht gut. Sag dieser Zombie. Im Norden dieser Stadt sind Ruinen der uralten Göttern, aber sie sind aufgrund der Erdbeben eingestürzt. Also das werden wir wahrscheinlich gebrauchen können und die Kanalisation. Das werden dann wahrscheinlich unsere Anhaltspunkte sein. Ja, jetzt ist nur die Frage, was machen? Also ich denke, ich werde trotzdem einfach jetzt erstmal diese Gegend hier noch ein bisschen weiter erforschen und gucken, was es hier gibt. Mir muss es ja ein paar Dungeons geben, wo ich ein paar dieser Schätze sammeln kann. Und dann, ja, muss sich das irgendwie da auch noch mit Venus klären und den anderen. Mal schauen. Wir haben Werwolf, Lehmgolem und wieder Bienen- oder Wespenfrau. Boah, was machen wir? Gehen wir mal auf Werwölfe. Und Zelda. Was macht die? Ich glaube, ich probiere mit der mal Flammen gegen alle Monster. Einfach mal abchecken, was sie so können. Wow, Gardos macht ja jetzt echt viel Schaden. Die fügen zumindest Wick bisher keinen Schaden zu und Goku erleidet auch fast gar keinen Schaden. Hammer! Sehr schön. Aber meine Leute sind echt langsam, habe ich das Gefühl. Okay.
Und nochmal Flammen. Dorgados tötet den Werwolf mit seinem Schwanzhieb. Oh, Biene heilt die. Also hat die Lehmgolems geheilt. Also die kriege ich dann scheinbar nicht so schnell tot. Da muss ich dann wohl mit Donner attackieren. Jo, Donner scheint es zu bringen. Und richtig viel Kedo. Ja gut, das waren jetzt auch 9 Gegner. Da ist so ein Gift-Regenwurm. Machen wir auch wieder Donner. Kados 133 Schaden, Goku 182. Tja, ich glaube, meine Leute, die können tatsächlich echt irgendwie sowas auf Geschwindigkeit gebrauchen. Da haben die momentan nämlich bis auf Goku echt nicht sehr viel. Ja gut, hier ist immer noch alles voll mit Wäldern und oder Urwälder oder was das sind. Mal schauen, hier versuchen wir die Sprites fertig zu machen. Und Zelda greift die Geister an mit Donner. Das sollte die hoffentlich erledigen. Gut, dass die mit ihren Schlafzaubern verfehlen. Sonst wäre ich so ein bisschen in Probleme geraten. Oh. Scheinbar haben die doch alle überlebt. Was macht sie jetzt? Huh. Ja, sie macht Flammen einfach. Gut, alle schön angreifen. Ja, der Flammen war jetzt eigentlich nutzlos. Sprite-Fleisch will ich nicht. Goku bekommt plus 20 Lebenspunkte und Geld. Ach, Zelda bekommt Bonus auf Zauberkraft. Ich wollte schon sagen, Gelder. ja. Das nicht wirklich. Gut, ihr versucht mal weiter hier die Sprites fertig zu machen und Zelda greift wieder die Geister an, damit die mich halt nicht einschläfern. Und Gados wurde eingeschläfert, wenn man vom Teufel spricht. Und irgendjemand von denen hat mir Lebenspunkte abgezogen. Oh, die Geister machen das. Ah, Mist. Wick ist so gut wie tot. Es geht aber gar nicht. Den muss ich schnell heilen. Okay, Sprite ist tot. Zelda hat es geschafft, Wick rechtzeitig zu heilen. Und jetzt versuche ich, den Pilz platt zu machen. Goku macht fast 200 Schaden mit diesem Dreifachangriff. Nicht so schlecht. Eigentlich ganz gut. Und muss Zelda noch jemanden heilen? Ja, sie kann ja ruhig noch mal Wick heilen, wenn sie dazu kommt. Sonst auch nicht schlimm. Na doch, sie hat ihn geheilt. Ah, wieder 1530 Kilo. Sehr schön, denn wir können ja theoretisch unheimlich viel Geld gebrauchen. Hm, wie machen wir das? Gut, Gados schafft diese Bienenfrau, glaube ich, alleine und Zelda attackiert hier die Werwölfe mit ihrem Donnerzauber. Und meine Strategie scheint aufzugehen, ja. Ja, die sind alle platt. Oh, schon wieder ein Kampf. Die Gegner haben Erschlag. Und sie richten. Oh, Gados. Okay, der hat Schaden bekommen, aber der Rest von meinen Leuten ist unversehrt. Ich weiß jetzt nur momentan nicht, wen ich angreifen soll. Ich glaube. Ja, komm, machen wir erstmal die Werwölfe platt. Nice. Oh Gott, das hat schon wieder Schaden kassiert. Also die Werwölfe, die können was. Aber zum Glück kriege ich die auch rechtzeitig platt, dass sie nicht mehr allzu viel anrichten können. Zelda wird hier jetzt Gados noch mal heilen. Und der Rest attackiert einfach fleißig weiter. Will ich deren Fleisch essen? Nein. Zelda hat Bonus auf Zauberkraft bekommen.
Das ist ziemlich nice. Bin nur am Überlegen eigentlich. Ich könnte hier sehr gut doch wirklich mittlerweile mal ein Rapier oder sowas bekommen. Weil ihre Geschwindigkeit, glaube ich, allmählich auch zu wünschen übrig lässt. Gut, hier ist jetzt die Kanalisation. Okay, so ein Shiitake-Pilz und Karateka. Also normalerweise bin ich ja echt kein Fan von Kanalisationen in Videospielen. Normalerweise sind das halt richtig fürchterliche Level. Aber ich kann die in der Regel halt nicht ausstehen. Aber hey, vielleicht ist das hier ja anders, ein bisschen besser. Weil das Problem normalerweise bei denen ist, dass sie meistens halt unschön aussehen. Häufig auch nervige Gegner haben und dann das Schlimmste, das sind halt meistens so riesengroße Labyrinthe, auch doch mit irgendwelchen komischen Schalterapparaturen und hast du nicht gesehen. Oh, was für Geschwindigkeit? Wie viele Items habe ich denn? Kann ich das doch aufbewahren? Ja. Ach, Zelda hat Feuer. Habe ich gar nicht gemerkt. Gut, ich werde mal was probieren. Und Zelda... Ja, ist es Lights... Oder? Das ist riskant. Aber ich gebe es ja trotzdem mal. Jetzt hat sie sehr wenig auf Rüstung. Aber die ist mittlerweile echt langsam. Und ich möchte mal gucken, ob ich nicht vielleicht... ihre Geschwindigkeit hat wenigstens etwas erhöhen kann, wenn ich sie hier die ganze Zeit mit Lightsaber angreifen lasse. Weil so langsam, ja, hängt die da in Geschwindigkeit echt ein bisschen hinterher und dann kommt man halt in die Bredouille. Weil irgendwo sind ja auch die Grenzen von, was weiß ich, Rüstungsklasse oder Angriffskraft oder so. Ab einem gewissen Punkt, ja, ist halt irgendwie notwendig, dass ich schneller angreife als die Gegner. Ja gut, jetzt muss ich aber wieder die Pilze mit Feuer besiegen, weil ich keine Lust habe, dass die vier Stück mich jetzt die ganze Zeit einschläfern oder sonst was. Stattdessen da einmal Feuerzauber, tot. Und vielleicht kann sie nochmal mit Lightsaber angreifen. Nein, hat leider nicht mehr geklappt. Oh nein, Zelda hat Feuer verloren und weiß das Immunität gegen Erdbeben gewonnen. Ja gut, ist jetzt nicht das, was ich wollte. Aber vielleicht bringt es uns hier gegen irgendeinen der Endgegner oder so doch noch was. Schauen wir mal. Schauen. Lightsaber, Attacke. Ja, momentan macht die echt wenig Schaden. Also Zelda verursacht echt wenig Schaden mit Lightsaber. Das waren vorhin nur so 70. Dementsprechend, sie... Ja, sie muss das halt echt trainieren. Sie braucht wirklich mehr auf Geschwindigkeit. Mensch. Okay, und weiter geht's. Jetzt frage ich mich, ob das ein ganz langes Dungeon wird. Ich befürchte, dass ich das in dieser Episode vielleicht nicht mehr schaffen werde. Normalerweise sind diese Dinger ja schon echt lang. Kann also wahrscheinlich sein, dass ich gleich diese Folge beende und dann... Ja, in der nächsten Folge weiter gucke, was hier noch ergibt. Komm, greif mit deinem Lightsaber an. Auch wenn es 92 Schaden sind, egal. Solange sie nur irgendwie was auf Geschwindigkeit kriegt. Was haben wir hier? Psycho Sword!
Das ist perfekt für sie. Ist das hier ein Bösewicht? Oder ein Verbündeter? Nein. Okay. Nehmt ihr eine Krabbe, die sich hier ein Häuschen baut? Mithril-Schwert, Schwanz. Ja komm, Zelda einfach mal mit Lightsaber. Wow, tot mit einem Angriff. Zelda hat Immunität gegen Gift gelernt. Ah, Schlüssel für die Kanalisation bekommen. Sehr schön. Dann nehme ich mal an, dass uns das hier wahrscheinlich so langsam ins Schloss bringen wird. Wo wir dann sehen können, was es mit Venus wirklich auf sich hat. Babydrache. Goldkäfer, oder? Was ist das? Ja gut, Zelda greift die, weil das 5 sind, mit einem Zauber an. Ich will halt nicht, dass sie hier jetzt meine Party schrotten. Gut, die sind schon mal tot. Und der Rest greift dann mit möglichst schwachen Attacken hier diese Lehmgolems an, damit Zelda nochmal mit ihrem Lightsaber zuschlagen kann. Komm. Oh, schade, alle anderen sind einfach schneller als sie. Oder hier noch einmal Care, um Wick zu heilen. Ah, das sieht so ein bisschen aus, als wenn da jetzt ein Ausgang wäre. Und Zelda erledigt halt erstmal diese Käfer. Ich finde die Szene wohl ziemlich lustig aus. Ja, okay, nur halt so ein bisschen wütend. Ach, die können einem Geld klauen. Also muss ich die relativ zügig besiegen, damit die nicht irgendwie abhauen oder so und ich das Geld permanent verliere. Gut, Zelda macht jetzt schon mal 100 Schaden. Und die Tür öffnet sich. Hurra, okay. Geschwindigkeitsmagie erhalten. Super, Stärke-Magie. Jawoll. Zauberkraftsmagie. Und die Schatztruhe war ein Monster. Oder da war ein Monster drin. Teufel und Phantome. Gut, betrachtet das dann als Bosskampf für diese Episode. Gardos hat 315 Schaden? Was? Boah, sind die Phantome brutal. Zelda ist sogar gestorben. Mein lieber Scholli. Ist ja gar nicht lustig. Diese Dinger machen mich fertig. Ich fass es nicht. Bitte sag mir, dass ich vorhin gespeichert habe. Habe ich vor der Tür gespeichert? Hä? Wo bin ich denn hier? Wo sind wir hier? Odin. Herzlich willkommen, Helden. Das ist der Tempel von Valhalla. Wer im Kampf gestorben ist, kommt nach dem Tod hierhin. Wick, also sind wir alle gestorben, Odin? Das könnte man so sagen. Aber ich habe die Kraft, euch wiederzubeleben. Wenn ihr schwört, eines Tages gegen mich zu kämpfen, dann werde ich euch wiederbeleben.
Lasst euch nicht entmutigen und kehrt wieder ins Leben zurück. Odin, Helden, habt ihr den Mut, den Kampf fortzusetzen? Ja. Was soll denn das? Ich komme direkt wieder in den Kampf zurück. Was ist denn hier los? Das ist ja irgendwie wie bei, wie heißt es doch mal? Mystic Quest Legend auf dem SNES. Dass ich ohne größere Verluste wieder zurückkehre. Alter, wie stark sind diese Viecher? Mal schauen, ob ich es hier noch irgendwie schaffe, die rechtzeitig zu besiegen. Oder ob ich wieder sterbe. Logardas hat schon mal einen besiegt. Jetzt greift Zelda alle mit Flammen an. Oh je. Meine Güte, sind die stark. Gyarados ist tot. Sehr schön. Fleisch eines Phantoms kann ich leider nicht essen. Wow, das war ja mal übel. Heftig. Wo kam das auf einmal her? Mein lieber Scholli. Ja gut, ich denke, das war es dann für diese Episode erst einmal. Das war ein komisches Ende. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.